Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist mal wieder soweit, wir sind in meiner Küche und testen heute wundervolle TikTok-Food-Hacks, die Tim uns rausgesucht hat. Falls euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Freunde, wir fangen an mit dem ersten TikTok-Food-Hack und zwar testen wir Oreo-Sushi. Das klingt unfassbar räudig. Ich bin sehr gespannt, was das ist. This Oreo sushi tastes incredible. Oh, das sieht wirklich sehr gut aus, ja. To separate the Oreos and finally crush up the biscuits. Add the milk and mix to form a dough. Add 2 teaspoons of milk to the cream filling and mix to form a paste. Then press your dough into a rectangle, cover it in cling film and roll it out with a rolling pin. Trim the edges and scoop the filling onto the top and smooth it out. Roll it up. Okay, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Könnte cool sein. Ich wüsste nur nicht, warum zum F*** man das machen soll. Aber ich bin sehr gespannt. Wir brauchen 24 Oreos und müssen die Creme jetzt von den Oreos abmachen. Ich sag Real Rap, jetzt fuckt mich schon dieser TikTok-Food-Hack unfassbar krank ab. Wer zum F*** macht das? Bruder, dann isst doch einfach diese scheiß Oreos, Digga. What the fuck? Wir haben nicht 24. Tim, wir haben keine 24? 24 dafür. Sitzt da hinten und frisst dein Gyros, Junge. Warum 24 dafür? Ja, okay, dann machen wir es mit 12 oder so. Dreh dir die ab und dann machst du den Rest. Krass, Alter, Teamwork. Ich hab mal gehört, es gibt Leute, die sich nur erst das Weiße reinhauen und dann das Schwarze. Was ist das für eine kranke Scheiße, Bro? Jeder? Das ist krank. Real Talk. So, dann machen wir das Ding mal rein. Bevor wir das mixen, muss da jetzt noch 2 Esslöffel Milch rein, damit wird es so mäßig so ein Teig. Rein. Und rein. Bisschen wenig, oder? Ja, ich glaube auch, aber vielleicht ist das nur so ein bisschen, damit es so ein bisschen Dings wird, weißt du? Angejuiced? Ein bisschen angejuiced, ja. So. Achso, jetzt ist er aus, Mom. So, jetzt. Mach das so. Dann nix oder. Warum? Okay, das fand ich jetzt schon krank ab. Also Real Talk, also an dem Punkt hätte man sich einfach was Richtiges zu essen gemacht schon, Alter. Okay, ich glaube, wir haben es. Aber es soll so ein Teig sein. Das sieht jetzt mehr so aus wie so Kaffeepulver-Shit. Ja, haben die in Amerika irgendwie größere Tablespoons? Oder das sieht Real Talk aus, als hätte man so Asche oder so. Ja, doch. Aber das sieht jetzt aus wie so Teer und ich glaube, wir haben es. Wir müssen erstmal einen Ball draus machen. Dann mach. Digga, wer ist denn er? Junge, hier ist doch ein ganzer Keks drin. Ey, Real Talk, der wird jetzt einfach gegessen. Alter, der fuckt mich so krank ab. Ey, Mann, Bruder. Also Real Talk, das würde doch niemand wiederholen. Das fuckt so böse ab. Ey, Bro. Ey, Real Talk, das sieht aus wie Scheiße, Alter. Krank, Alter. Ich weiß nicht, ob Kot so schwarz ist. Wasch jetzt, also das ist das Beste, was ich abbekommen habe. Wir machen da jetzt noch ein bisschen mehr ran. Ich wasche meine Hände. Oh, nö. Und dann schauen wir mal, was wir daraus machen können, Freunde. Hier hat jetzt Todes ausgebreitet, ne? So. Ja. Kannst du auf deine Hände Mehl machen. Also. Oh mein Gott, ich hab... Oh, Digga, das geht so krass ab. Mach ist auf deine Finger Mehl, Mann. Ist das ein beschissener Hack? Okay. Wie rollt das noch? Mom, wir haben hier ein technisches Problem, ganz kurz. Die rollt das noch aus. Okay. Das reicht. Das reicht, glaube ich auch. Und jetzt machen wir die Creme rein und dann rollen wir das Ganze wie ein Sushi zusammen. Wir müssen jetzt diese Paste hier komplett auf dem Ding hier verteilen. Das sieht aus wie Käse. Okay, und jetzt müssen wir es nur noch zusammenrollen, dann haben wir es. Aber wie denn? So? Ja, so, und jetzt hat die das einfach so gezogen. Ja, genau, ja, 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 ja. Jo, jo. Kackwurst. Okay, okay, okay. Okay, das muss jetzt 1 Stunde im Kühlschrank sein, Freunde, anscheinend. Danach soll es mega geil sein. Wir gucken mal. Während wir darauf warten, machen wir weiter mit dem nächsten TikTok-Food-Hack. Und zwar machen wir jetzt Jelly-Boba. Okay, okay. Marsch und ich, große Bubble-Tea-Fans, wie ihr wisst. Aber wir haben echt lange nichts mehr getrunken. Ja, das stimmt. Wir hatten lange kein Bubble-Tea mehr. Wir können jetzt unsere eigenen, wir machen jetzt anscheinend unser eigenes Boba für den Bubble-Tea. I don't know. Try making the jelly boba hack. Ah, mit Gummibärchen, okay. Refrigerate for 5 hours. Yo, für 5 Stunden hast du das schon gemacht, Tim? Oh mein Gott.
Tim hat das schon gemacht, Tim hat das vorbereitet, dass wir das testen können. Dann machen wir es einfach jetzt, oder? Dann machen wir es und dann machen wir wie in so einer Foodshow, so tauschen wir das dann so aus. So wie bei Art Attack. Ja, ja, genau, no joke. Er macht so drei Striche und dann so, ja, und dann hier habe ich nochmal hier den riesen Hai gebaut, Bro. Und du denkst dir so, Digga, niemand wird das nachbauen, Bro. Also wir brauchen zwei Gläser, also, oder ein Glas. Ich weiß nicht, wollen wir mehrere Farben machen? Wir haben doch nur eine. Wir haben hier... Arme. Okay, Tim hat hier nur eine Farbe. Okay, dann brauchen wir ein Glas. Der hat die genommen, die er nicht mag. So. Ja, real talk. Wir haben die irgendwie bekommen. Okay, also man macht im Grunde einfach nur diese Gummibärchen rein. Und jetzt brauchen wir heißes Wasser. Da könnte man jetzt meinen, wir müssen jetzt den Wasserkocher aufsetzen. Dieser Wasserhahn kostet 8000 Euro. So, jetzt müssen wir das noch so lange umrühren, bis es geschmolzen und gemixt ist. Ja, bei uns hat sich das perfekt aufgelöst. Tim meinte, der hat das privat schon einmal gemacht. Da ging es nicht so gut bei uns. Mach war das nicht. Naja, also halt für dieses Video. Ja, okay, fair, fair. So, und jetzt muss das 5 Stunden in den Kühlschrank. So. Bro, das sieht aus wie so ein Eistee, der so zu lange stand. Naja. Okay, was muss man jetzt machen? Okay, wir brauchen jetzt Bananenmilch und irgendwie Erdbeermilch. Haben wir die? Ah, okay, wir haben hier einmal Erdbeer-Joghurt-Drink und den guten alten Arizona Blueberry-Tea, der wirklich so viel Zucker hat, dass man davon mit 3 Leuten, einer ganzen Großfamilie legit eigentlich auch Diabetes bekommen kann. Ich finde den lecker. Ja, schon, aber der ist sehr süß. Okay, wir gießen das jetzt mit Joghurt-Drink auf. Die hat das im Video mit so Bananenmilch oder so gemacht. Also es ist auch dieser milchmäßige, so. Okay, und jetzt ist die einfach hingegangen und hat jetzt hier so rumgestochert. So, und ich trinke jetzt einfach mal. Digga, es ist ehrlich solid. Es ist halt so wie halt ein Joghurtdrink mit kleinen Gummibärchen drin. Aber es ist geil, es funktioniert. Ich dachte, dass es jetzt so richtig große Stücken sind, aber das sind so kleine Stückchen. Also, das ist ehrlich solid. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wiederholen würde. Ich glaube, das mit dem richtigen Gummibärchen könnte geil sein. Mhm. Ich würde Real Talk sagen, dem TikTok Foodhack würde ich eine stabile 8 aus 10 geben. Ich würde eine 7 geben, weil 4 Stunden warten schon lang. Hast recht. Wir geben insgesamt 7 Punkte. Der nächste ist... Also Tim hat jetzt hier Chips Hack rausgesucht. Hack. Achso, Chips Hack. My bad, das ist ein Chips Hack. Nicht Hack. Okay, ich zeig dir mal ganz kurz, der soll wohl sehr ruppig sein. Ich will auch den Chips Hack sehen. So, was zum Fick ist... Ah, das kennt man. Nee. Also der macht das dann so klein und macht da so Wurst rein. Digga, er zeigt gar nicht, wie es geht. Er zeigt gar nicht, wie es geht. Oder wie es schmeckt. Okay, Realtor, das ist Essensverschwendung, das skippen wir. Okay, wir geben dem Foodhack eine 0 aus 10. Perfekt. Machen wir weiter mit dem nächsten TikTok-Foodhack. Und zwar machen wir jetzt Corn Ribs. Ich habe absolut keine verfickte Ahnung, was das sein soll. Gucken wir uns das mal an. Have you already tried Corn Ribs? Ah, okay, es sind quasi Rippchen, aber aus Mais. Aus Mais. Also es ist quasi Mais, aber mit einer Marinade. It's such a fun and delicious way to eat corn. This is good. Who doesn't like corn? Cut it vertically and again. Small bowl, combine olive oil, salt, garlic powder and paprika. Now brush the corn with the spice oil. Alright, bake or air fry. Okay, Digga, das scheint krass easy zu sein. Also man nimmt einfach Mais, schneidet ihn klein, macht eine Marinade, bestreicht die und dann haben wir es. Also ich sag ehrlich, das hier wirkt, als wäre es ein Lifehack, der wirklich useful sein könnte. Weil ich finde, so ein Snack bestreichen in den Ofen, das ist was man actually machen würde. Ich bin mal sehr gespannt. Okay, wir müssen jetzt zweimal teilen. Einmal so. Oh, tut dir nicht weh. Digga, das geht real talk nicht durch. Digga, Seven vs. Wild Flashback einfach. Erstmal Shelter bauen. Bro, was? Wir müssen das einfach nur so runterschneiden, oder nicht? Nein, nein, das muss geteilt werden. Warum? Das steht im Rezept so. Sicher? Digga, das ist steinhart hier. Ja, das kriegen wir nicht ab. Was? Ey, ist auch schon wieder ein TikTok-Foodhack, der mich krass wieder abfuckt. Oh! Dann hast du noch nie Mais geschnitten? Ja, aber so machen die das nicht im TikTok. Ja, scheiße. Das wird anders schmecken. Mann, du machst jetzt voll das TikTok kaputt. Mhm. Das hieß TikTok Rips und jetzt haben wir hier so TikTok Lappen, Alter. Nein, das sind die. Maislappen meine ich. TikTok Lappen. Ja. Das bist du, ein TikTok Lappen. Ja, okay, dann machen wir das so. Okay, während du die Dinger fertig schneidest, mache ich schon mal den Dip. Öl,
Salz, Garlic Powder und Paprika. Geil, finde ich auch nice, dass sie keine Mengenangaben gegeben hat, sondern einfach nur die Sachen gesagt hat, die ich mal reinmachen muss. Mega geil. Das wird sicherlich jetzt eine mega erfolgreiche Nummer. Tja, das Ding ist, ich glaube, es muss alles ein bisschen würziger sein. Das ist jetzt kein Dip oder so. Das ist halt die Marinade, you know? Davon geht auch noch super viel daneben und so. Ich glaube, das muss schon ballern. So, dann gießen wir das mal jetzt hier drüber. Das Ganze kommt jetzt 20 Minuten in den Ofen und dann haben wir's. Wenn das jetzt krass ist, dann wäre das actually heftig. Jetzt machen wir, während wir warten, machen wir den Dip. Der besteht aus ultra viel Mayonnaise und so einer Sriracha-Soße. Digga. Oh, ja. Und dann juicen wir noch den Kollegen hier rein. Okay, man hätte hier den Deckel noch aufdrehen müssen tatsächlich. Kleiner Food-Hack dann von meiner Seite. Boah, Sriracha-Soße, aber krass. Real Talk gute Soße, Mann. Boah, sieht aber Real Talk geil aus. Sieht aus wie so eine Cocktailsoße. Ja, finde ich auch. Ist geil. No joke, sehr lecker. So, jetzt kommt der Zwischen-Hack. Ich habe einer, was Zwischen-Hack ist. Oh. Sie schwingt den Ketchup, damit der quasi dann unten ist. Also es geht quasi darum, dass man jetzt crazy ausrastet mit so Beyblade an der Hand und dann ist jetzt alles, was jetzt hier außen ist, unten. Digga, stell dir vor, du guckst so durch Fenster zum Nachbarn rüber, schaust du, was er sich gerade kocht und der Typ steht da einfach in der Küche mit so Ketchup, Digga, was ihn hier. Moin! Die Decke! Oh! Ich wusste, dass sowas passiert. Ja, los! Mach das weg. Oh, das ist jetzt ungünstig. Das ist jetzt ungünstig. Ja, also no joke, der Hack, der kriegt no joke eine Null. Digga, das hat nicht mal funktioniert. Das ist jetzt überall. Das hat sich mehr verteilt, als es vorher war. Das war der Plan, dass das passiert, aber ich hab vergessen, dass ich mich da ja darum kümmern muss. Das geht gut ab. Mann. Ja? Ja. Nein. Bro, jetzt haben wir einfach Ketchup an der Decke, also das ist bodenlos, wirklich. Boah, man sieht es schon krass, ne? Ich glaube, von unten sieht man es noch heftiger. Sieht man das? Ja. Oh, no. Einmal mit der Farbrolle drüber, dann ist gut. Ja, würde ich auch sagen. Okay, Mais ist fertig vorne. Boah. Also ich verspreche mir von dem jetzt viel. Boah, das sieht gut aus. Pack mal hier. Also das sieht wirklich sehr gut aus. Ich glaube, das könnte geil sein. Ich meine, im Grunde ist es halt Öl, Mais und Gewürze. Es kann eigentlich nicht scheiße sein. So. Okay. Aber es ist doch viel zu heiß zum Essen. Nee, das geht schon. Okay. Oh, nee. Oh, Mann. Oh, Digga. Mann, jetzt ist es abgebrochen. Ja, okay. 3, 2, 1, go. Aha. Mhm. Das ist krass. Alter, das als Beilage zu irgendwas mit Reis? Mhm. Das ist ehrlich hart, Chat. Krass. Also, ich muss wirklich sagen, das hier. Das werde ich wieder, also das könnten wir, mir vorstellen, dass wir das wiederholen, oder? Ja, 8 auf 10 oder 9. Nee, das ist eine 9 aus 10. Ja, 9. Das ist wirklich stark, sehr geil. Das nächste ist Skittles Popcorn. Oh, ich glaube, das kenne ich schon. Es ist wirklich einfach Popcorn, man macht aber in die Pfanne, wo man das Popcorn macht, einfach Skittles mit rein. Ich habe schon öfter gesehen, dass das verbrennt. Das sieht wirklich ein bisschen giftig aus. Wir probieren es. Chat schreibt, das ist fake. Das werden wir heute rausfinden, Freunde. Mythbusters. Okay, macht man zuerst. Macht man beides gleichzeitig? Einfach, ja, ja. Wir müssen jetzt einfach nur das Mais reinmachen, Skittles rein und dann den Deckel drauf. Mehr wurde nicht erklärt. Okay, stopp. So, und jetzt Deckel drauf. Jetzt und jetzt müssen wir einfach warten. Oh! Mach mal auf kurz. Oh! Ah, machst du was? Oh, 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 oh. Das war eine scheiß Idee. Also das ist Scam. Die werden jetzt schon nicht bunt. Ich würde es Loki noch mal ein bisschen umrühren. Oh mein Gott. Ich finde es auch geil, dass wir das Ganze gerade in der guten Le Creuset-Pfanne machen. Nein, nein, nein. Ah, nee, okay, es ist Zwilling nur. Okay, dann passt. Ja, also Bro, kann man jetzt schon sagen, der Food-Deck ist mega scheiße. Der Deckel sieht aus, als wurde der irgendwie mit Paintboards abgeschossen. Oh mein Gott, ich hoffe, wir bekommen den sauber, weil der ist teuer. Ja, ja, klar.
Boah, das riecht wirklich krebserregend, Digga. Das riecht nicht gesund. Ja, das riecht nach Skittles. Boah, das riecht richtig ekelhaft. Es schmeckt tatsächlich nach Popcorn mit Skittles. Ja, also Rito, ich habe gar keinen Bock, das gerade zu essen. Ich auch nicht. Also da war diese, also was ich auch nicht. Ja, also wenn ihr Skittles unfassbar kranke Fans seid, Bro, dann könnt ihr euch das machen. Ich persönlich bin kein Fan von Skittles. Ich auch nicht. Und Skittles Popcorn ist in meiner Opinion durchgefallen. Kann man trotzdem essen. Ich würde sagen, kriegt von mir eine 3 aus 10. Vielleicht sagen wir 4 aus 10. 3 ist gut. Okay, 3 aus 10. So, Wolle. Ich glaube, unser Oreo ist fertig geworden. Das holen wir jetzt aus dem Kühlschrank. Junge, stell dir vor, du bist auf Party und hast bei jemandem sowas hier im Kühlschrank. Das sieht wirklich nicht so legit aus. Vor allem, da ist auch so Mehl dran. Das sieht aus wie Schimmel. Ja, also wirklich appetitlich sieht es jetzt nicht aus. Ich glaube, das hätte noch länger gemusst, oder? Also, mein Gott. Diese Rolle tut mir so leid, Alter. Die Rolle schreit. Sie kann zwar nicht reden, aber sie schreit. Stell dir vor, du kommst so in die Schule und immer so, wenn Leute so Kinder Geburtstag haben, so jedes Kind bringt so voll geilen Regenbogenkuchen mit von ihrer Mom für die Klasse und so auf korrekt. Und dann deine Mom hat dir die Oreo-Rollen mitgegeben, Bro. Und du musst dann sagen, hey Leute, wer will eine Oreo-Rolle haben? Und keiner will einfach eine haben. Nicht eine Person, Digga. Na gut, dann. Dann machen wir's. Dann gehen wir mal rein. Wie es sich gehört, vorne mit Stäbchen. Die haben wir auf gar keinen Fall aus irgendeinem Restaurant in der Nähe geklaut. In dem Sinne, kleines Sushi-Date. Tschüsschen. Schmeckt richtig geil. Was? Ich find's richtig geil. Ich wollte gerade sagen, das ist Turbo. Also, es schmeckt halt gut. Es ist halt nur Oreo, nur in einer anderen Form. Es schmeckt so wie Oreo, aber stell dir vor. Das ist so richtig saftiger Kuchen. Wie so Brownie, aber so richtig saftig und geil. Okay, Real Talk, wenn ich jetzt krank high wäre und das essen würde, wow. Also ich habe noch nie gekifft, aber ich kann nicht sagen, was man dem geben würde. Also optisch, Real Talk, also optisch ist bodenlos. Ich weiß nicht, ich würde dem Ganzen mit dem Aufwand und der Optik, Bro, also das kann man wirklich nicht über einer 5 geben. Also es ist besser als erwartet, aber es ist nicht mehr als eine 5. Was würdest du geben? 6,5, weil es sehr aufwendig ist. Ja. Wir kommen zum nächsten TikTok-Foodhack. Hier steht einfach nur das Wort eklig. Und als Kommentar steht dazu von Tim: Wilbo meinte es geil und er macht sich das immer. Wilbo ist mein Cutter. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet, Bro. Da steht einfach, bei jedem Link steht so Oreo-Sushi, Corn Ribs, Jelly Boba. Und hier steht wirklich einfach nur eklig. Und ich finde das geil, dass das in Kombo steht mit, dass Wilbo sich das immer macht. Schauen wir mal, was das ist. Oh, das sind Wraps mit Käse und einem Würstchen drin. Und Tomatensauce. Hä, doch, aber check ich. Findest du das eklig, Tim? Am Anfang schon, aber irgendwie öfter ich das gesehen habe, das ist so geil. Oh, jetzt noch ein Ei, okay. Aber das dann so paniert, oder was? Ja, man wird, die werden jetzt noch so paniert, glaube ich. Und dann angebraten. Ist ein bisschen so wie herzliches French Toast. Also so soll das Ganze am Ende dann aussehen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, Freunde. Schauen wir mal. Oh, Leute schreiben im Chat, dass einmal, dass es ein Klassiker ist und dann hat jemand geschrieben, dass Max Pro das mal gemacht hat. Ich sag ehrlich, dann kann es gar nicht schlecht werden. Okay, ich finde das strange, weil man muss jetzt hier irgendwie die Hälfte wegschneiden. Das heißt, es ist Turbo die Verschwendung, glaube ich. Also was macht man sonst mit den restlichen Tortilla-Sachen? Mit einrollen? Ich glaube, das machen die nicht. So, okay, das Ding ist, wir haben jetzt kleine Gewinnverzerrung hier oder Wettbewerbsverzerrung, weil wir haben nur vegetarische Würste, keine Ahnung, ob die gut sind. Wir probieren. So, das muss jetzt das hier drauf, dann machen wir hier eine Käsescheibe. So. Okay, daraus machen wir dann irgendwie, keine Ahnung, Chips oder so. Müssen wir mal probieren. Okay, der Käse muss als erstes drauf. Dann muss die Tomatensauce drauf. Beziehungsweise die passierten Tomaten. Panierten. Bro, wirklich, ich stelle mir gerade vor, wie Wilbo da in seiner Küche steht und dieses Setup vor sich hat gerade. So ein Wrap auseinandergeschnitten. So um 2 Uhr nachts. Ja, er hat da hier so eine Wurst, Digga. So eine aufgeschnittene 500 ml Tomatendose hier. Digga, krank. Naja, okay, so. Okay. Das war's. Okay. Digga, ist das krank. Das war's? Ist das krank. Jetzt einfach einrollen. Dann machen wir das auch einfach direkt in dieser Pfanne, oder? Ja. Boah, das ist aber geil. Guck mal, ich schieb hier so die Tomatensauce so auf. Das heißt, da sollte jetzt eigentlich nichts sein ohne Tomatensauce. Das ist geil. Dann mach erstmal 4 ready und dann braten wir die alle zusammen. Ja, okay. Also mich würde es jetzt auf jeden Fall schon mal abfucken, wenn ich das privat machen würde, dass man halt jetzt so viel übrig hat.
Also man müsste daraus, jetzt müsste man jetzt halt, oder machen wir jetzt auch, aber man müsste da jetzt auch privat was draus machen. Sonst müsstest du, kannst du jetzt nicht einfach wegschmeißen, Bro, das wäre mega low. Mach zwei mit Ketchup, passt. Macht mal anstatt einem Würstchen eine Zigarette rein. Digga, ist auch ein Hammer-Call. Wie sind wir darauf nicht gekommen? Boah, es riecht ein bisschen fischig irgendwie. Fischig? Mhm. Spar dir den Joke. Ich kurz nicht filmen, nicht filmen. Du machst den Mülleimer auf, nimmst die Pfanne, sagst nicht filmen. Ja, was machst du wohl? Oh mein Gott, was macht sie? Hey, Mascha hat ganz kurz das ganze Popcorn aufgegessen. Ja, also Bro, Realtalk, wenn wir dieses Popcorn aufessen, dann sind wir, glaube ich, 10% mehr krebsgefährdet, Bro. Das Realtalk ist smart, wenn wir das nicht essen. So, der erste ist fertig. Okay, wir schneiden mal hier in der Mitte durch, Freunde. Auf Max-Basis. Und wie ihr euch diese macht, zeige ich euch in diesem TikTok. Ich nehm auf jeden Fall mein Bite. Willst du auch einen? Warte, ich schieb dir die Wurst noch kurz nach vorne. So. Geil, oder? Die Wurst ist richtig eklig. Okay, aber wenn es eine geile Wurst wäre, dann wäre es lecker. Ich finde es ehrlich auch geil mit der Veggie-Wurst, muss ich sagen. Ich finde, die schmeckt viel zu doll nach Pfeffer und ich mag keinen Pfeffer. Wow. Wilbo, ich ziehe meinen Hut. Ich würde sagen, bis auf, dass man Sachen verschwendet, gibt es kein Manko hier dran. Wilbo hat gerade geschrieben, der macht das sonst mit Blätterteig. Da gibt es nämlich auch keine Verschwendung. Und Bro, Real Talk, das check ich. Geiler. Ja, das check ich. Krankes Rezept, das mit Blätterteig, vermutlich eine 10 aus 10, weil dann verschwendet man nichts. Testet das aus, Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Freunde, dann testet doch auch auf jeden Fall mal den Like-Button aus. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde, wenn es wieder heißt TikTok Food Hacks. In dem Sinne, ciao, ciao.